und herzlich willkommen bei Commander Jensor auf dem Testserver mal wieder. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass sie schon wieder einen Testserver draußen haben und dass dort eine sehr interessante Beschreibung ist, was da auf diesem Testserver stattfindet, beziehungsweise was es in der Version 10 erwarten wird. Und weil das wirklich erstaunlich ist und sehr mir irgendwie dann doch neu, dachte ich mir, mache ich eine kurze News. Und zwar dreht sich's um den Centurion Action X. Also zumindest dreht sich's bei mir um den, weil das gab da ja mal das Mysterium, dass man den dann geschenkt kriegt als Goldtank, wenn man den FV4202 in der Garage hat. Aber wir gehen einfach mal auf die Wargaming-Seite und gucken zusammen. Bis gleich. Hi. Und da sind wir auf der Homepage von Wargaming. Und das finde ich mal sehr geil, dass es jetzt mal schwarz auf weiß und schriftlich dort steht, dass Centurion Action X als Ersatz für den 4202 kommt, war uns ja klar. Aber 4202 wird Premium Panzer der Stufe 8, auch klar. Aber Auftrag eingeführt, um den FV4202 gewinnen zu können. Und dann hier, dieser Auftrag ist ausschließlich für Besitzer des Centurion Action X verfügbar. Das war nicht klar, denn es hieß ja zwischendurch mal, das passiert nicht. Die machen den Goldtank nicht mehr. Sie schenken nicht mehr allen Leuten den Goldtank, die... Wie war es damals beim T-34, oder? Als der T-30 kam? Oder irgendwie gab es doch da diesen Wandel. Und da hat man doch irgendwas geschenkt bekommen. Insofern, das finde ich schon mal gut. Ansonsten, können wir uns mal angucken, was dort alles noch so in der Entwicklung ist. Und das weiß ich nicht, da ist so ein bisschen unklar hier ein Teil in Gold, aber das sind ja alles Goldtanks. Ja, kommt auf jeden Fall einiges dazu, von der tschechischen Seite nochmal und von der deutschen Seite auch noch. Hier zum Beispiel der, lass mich hier gucken, der 8er Heavy Tank, der VK-100-01P. Und da sieht man auch mal hier ganz schön, wie die Teile aussehen werden. Aber ich glaube, das ist noch relativ früh. Ich war nämlich auch gerade mal auf dem Testserver. Und auf dem Testserver kannst du die ganzen Dinger noch nicht fahren. Also kommen die wahrscheinlich erst später oder gar nicht auf dem Testserver. Das ist ja auch manchmal irgendwie... der Fall. VK-100-01. Na, der sieht witzig aus. Der sieht so aus wie Mausturm vorne. Aber hinten nicht. Aber vorne. Ja. Dann IS-3 Autoloader. Auch interessant, ja. Habe ich gelesen. IS-3 Autoloader. Sowjet Tier 8 Heavy Tank. Hm. Verspricht auf jeden Fall spannend zu werden, was die da noch... so alles gestalten. Ja, dies nur als kurze Info. Guckt mal drauf auf die Seiten, auf die Links und installiert euch den Testserver. Aber wie gesagt, die Tanks kann man noch nicht fahren. Bis denn. Ciao.